Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Attack und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Erde wegwerfen und zwar da rein, genau. Da warte, so ist besser, zack. Und ja, dann gucken wir mal, ich brauche wieder neues Essen, dann nehme ich wahrscheinlich hier, ja, Steak oder so. Ja komm, mache ich jetzt einfach mal. So, warte, dann so. Und ja, dann gucke ich mal, dann werde ich jetzt nämlich erstmal die neue Sache vorbereiten, die ich hier vorhatte im Projekt. Und zwar möchte ich ja eine kleine Endfarm bauen, beziehungsweise diese Pflanzenfarm dazu. Und ja, da wollte ich jetzt erstmal gleich den Raum ausheben. Ich kann ja vorher nochmal kurz die Pflanzen hier abbauen. Ich denke mal, das passt ganz gut. Und ja, ich habe nochmal geguckt auch in den Kommentaren. Vielleicht finde ich ja kurz ein Thema auf die Schnelle, aber ich habe leider keins gefunden. Sonst hätte ich gleich ein Thema noch angesprochen. Es hätte sich eigentlich geeignet. Aber naja, war dann leider nicht da. Und da habe ich es dann eben doch jetzt erstmal gelassen. Ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt auch nicht so selber eins ein, spontan irgendwie. Oder? Ich weiß ja nicht. Letztens hatten wir mal wieder ein Thema mit City Survival, wo ich da ein bisschen drüber gesprochen habe. Und ja, ich bin da zurzeit auch schon so ein bisschen am Überlegen übrigens, wie ich das dann mache mit meinem Upload-Plan. Da bin ich so ein bisschen noch am Tüfteln. Und ja, weil ich will ja immer so versuchen, ja, so sinnvoll wie möglich die Videos zu bringen. Zurzeit kriege ich das ganz gut hin, mit, dass ich alles unter einen Hut habe. Also zum Beispiel Hexit und keine Ahnung, was ist denn noch alles? The Magic of Kalmanas noch und Minecraft Attack halt noch täglich und sogar zweimal am Tag, am Freitag. Und trotzdem kriege ich es noch hin, alle anderen Projekte zu bringen. Und ich versuche mir dann eben sowas ähnliches dann zu machen für die Zukunft. Und ja, das dauert auch noch ein bisschen, weil es kommen einige Projekte in der Zukunft noch hinzu. Zum Beispiel auch noch steht da ein kleines Varo noch aus und so ein bisschen Zeug. Und da muss ich natürlich gucken, wie ich das dann hinkriege. Von der Organisation her. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das kommt alles noch auf uns zu. Aber ja, nähere Infos sage ich dann nochmal, wenn es soweit ist. Nicht jetzt schon, weil jetzt kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Also irgendwann, wenn vielleicht mal so ein richtiger Umbruch ist, wenn so richtig viele neue Projekte starten und alte enden, dann mache ich vielleicht nochmal so ein Video, wo ich dann nochmal alles erkläre. Oder so. Und ja, ich denke mal am 1. Februar oder so mache ich dann auch einen neuen Upload-Plan allgemein. Da hatte ich den jetzigen dann 2 Monate und ich denke mal, das hat auch ganz gut geklappt, zumindest bis jetzt schon. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, und da wird es dann eben am Ende des Monats weitere Infos geben. So. Okay, dann können wir das hier abreißen. Ich versuche eben jetzt hier die ganzen Pflanzen zu entfernen, ne? Ist natürlich klar. So, das kann auch weg. Soll ich da das jetzt auch entfernen oder reichen 8 Chorusblüten? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich hätte auch mal schlafen gehen müssen. So, jetzt lohnt sich auch was zu essen, okay. Ist jetzt gedroppt? Ich weiß es gar nicht. Naja, egal. So, mit der Axt ist genau ganz angenehm, weil dann kannst du dich einfach runterbauen damit. Und du brauchst ja sowieso zum Abbauen von den Dingern. Ah, scheiße, da komme ich nicht ran. Alter, wie schnell. Das ist echt krass mit der, mit den Geräten, die wir jetzt so haben. Wie schnell das sich abbauen lässt. Alter, als ob. Die ist übelst groß oder so übelst schräg gewachsen. Na, ich ante jetzt einfach mal hier unten ab, weil ich gerade keinen Bock habe, die ab, oder da hoch zu klettern. Sieht immer geil aus, wie sie so zerfallen nach und nach. Naja. Dann gehe ich mal runter und heb mal den Raum aus. Ich hoffe, es geht relativ schnell. Wir brauchen aber einen ziemlich großen Raum, muss ich ja sagen. Das ist natürlich dann ein bisschen anstrengend. So. Ah, lol. Wo ist denn das? Achso, das andere war wahrscheinlich Rotten Flesh. Okay. Naja, ich leere erstmal mein Inventar ein bisschen aus. Jetzt brauche ich dann auch nicht mehr pennen gehen, weil jetzt ist, jetzt gehe ich eh in den Keller. So. Ich hatte mir auch noch überlegt, meine Kiste im Garten mal auszuräumen. Zumindest so ein bisschen was. Die Spitzhacke und so, diese
ja, doch wertvolleren Sachen. Das wollte ich mal mitnehmen. Na, guck ich gleich mal. Chorusfrucht nehme ich mal mit. Oder behalte ich nochmal? Ja, ich hatte ja noch meine Behutsamkeitsspitzhacke da und die will ich in meine Ender-Chest tun oder so. Ah, lol. So, zack. Ja, Erde kann ich auch mal mitnehmen, warum nicht? Damit ich mal weiß, wie viel ich überhaupt habe. Und so ein bisschen Kleinscheiß kann ich ja hier lassen. Und dann tue ich das alles nochmal in die Kisten. Alter, als ob ich heute noch dazu komme, irgendwas mit dem Raum zu machen. Ich bin jetzt schon wieder so lange an was anderem beschäftigt die ganze Zeit, das geht gar nicht. So, warte mal. Gehe ich mal hier rein. Und dann da. Die Fäden, wo kommen die denn hin? Hier, ne? Genau. Und da haben wir auch ein relativ leeres Inventar jetzt wieder. Boah, mir tut irgendwie mein Hals weh. Das habe ich ja sonst nie bei Aufnahmen auch. Wenn ich dann denke, letztens habe ich einfach mal wieder 3 Folgen Hexit aufgenommen am Stück und da war es eigentlich auch nicht schlimm. Weiß nicht, warum jetzt mein Hals so weh tut nach kurzem. Ich weiß nicht. Also ich kenne das noch von früher, da hatte ich das auch immer. Vor allem, ich habe jetzt gar nicht so viel geredet. Was, dann sollte ich ja noch verstehen. Vor allem letzte Folge war ich ja auch relativ ruhig. Die habe ich jetzt im Voraus noch aufgenommen vorher. Ja, keine Ahnung. Naja, egal. So, jetzt suche ich mir aber endlich mal einen Platz, wo ich das machen kann. Und zwar, ich weiß nicht, ob da noch Platz ist. Ich hoffe es mal. Da hat man hier so eine Symmetrie, ne? Ich würde dann auch so ein paar Blöcke nach unten gehen, ganz gerne. So vielleicht. Oh, warte mal, ich mache mir jetzt mal die Fackeln hier in den Offhand-Slot. Und das flackert immer so ganz kurz, wenn man die Fackeln aus dem Offhand-Slot hinbaut. Oh. Ach, nee. Ach scheiße, hier ist meine Mine. Hier kann ich das nicht hinbauen. Aber hier ist mein Abstieg, mein anderer. Da kommen wir gleich in Kollision. Ach Mann. Jetzt muss ich das da hinten machen, oder was? Oder ich mach's hier unten hin. Irgendwie. Oder hier unten. Ich weiß ja nicht. Oder da. Genau, von hier aus könnte man es auch machen. Ich glaube, das wäre kein Problem hier, ne? Von der Weizenfarm aus, so zu einer Endfarm. Warum nicht? Dann mache ich ja einfach nochmal so weg. Haben wir natürlich jetzt wieder das Problem mit dem Sand. Na toll. Das ist ja wieder super hier. Ja, da kann man wieder ewig hier dran sitzen. Naja, den Gang nach unten bauen wir dann später. Ich baue jetzt erstmal den Raum da unten. Hä, wo, was ist denn hier noch? Und was ist jetzt hier für ein Block? Okay, hä? Wo ist denn der? Da. Toll. Jetzt habe ich meine ganzen Fackeln hier hingesetzt. So. Ah, was ist hier? Ach, einfach nur eine Höhle. Na gut, das geht ja noch. Stimmt, die habe ich ja auch erkundet. Die hängt ja auch mit der Mine unten zusammen. Warte. Baue ich hier mal immer so ein bisschen runter weiterhin und dann irgendwie so. Huch, viel zu weit unten. So. Okay, ich denke mal, so passt das. Müssen wir mal gucken, ne? Zack. Und wo bauen wir jetzt den Raum hin? Das ist natürlich die Frage. Ich glaube hier. Na, auf die Höhe noch nicht. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen weiter runtergraben allgemein, damit ich genug Platz nach oben habe, weil die Pflanzen brauchen ja ein bisschen, ne? Das ist natürlich das Problem. So, und deshalb müssen wir ein bisschen jetzt hier graben, ne? Ach du Scheiße, das wird ja echt ein Riesenraum. Wer weiß, wie lange ich dafür brauche. Nicht, dass das wieder zu groß wird jetzt.
Wenn ich da noch einen Eiffelturm bauen will, na gute Nacht. Dann mach mal Minecraft Attack noch 300 Folgen. So. Aber ich wollte auch sagen, ich beende jetzt die Folge. Wollte schon sagen, ich beende jetzt das Projekt. Nee, Spaß. Das hätte ich natürlich dann so oder so widerrufen. Weil, ja, zurzeit habe ich eigentlich schon noch Bock drauf. Kann man noch machen. So. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier weitermachen. Tschüss.